Seit dem Abzug der internationalen Truppen haben die Taliban Afghanistan fest in der Hand. Und nun sind viele tausend Ortskräfte, Frauenrechtsaktivistinnen, Künstler, Journalistinnen, die sich in den letzten Jahren für den Aufbau von demokratischen und freiheitlichen Strukturen in Afghanistan eingesetzt haben, direkt bedroht. Sie müssen um ihr Leben bangen. Und diesen desaströsen Zustand, diese humanitäre Katastrophe hat die Bundesregierung mitzuverantworten, die sich aus rein innenpolitischem Kalkül heraus bewusst viel zu lange der Realität in Afghanistan verweigert hat. Und diese Politik der Realitätsverweigerung, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat sich eben nicht nur auf der Bundesebene abgespielt, nein, sie wurde auch hier auf Landesebene fortgesetzt. Ministerpräsident Laschet und Flüchtlingsminister Stamp haben genauso wie Bundesinnenminister Seehofer noch bis zur letzten Sekunde an Abschiebungen nach Afghanistan festgesetzt und damit suggeriert, dass das Land noch teilweise sicher sei. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, war ein fataler und folgenschwerer Vorgang. Jetzt muss es darum gehen, alles zu unternehmen, um Menschen in Afghanistan zu schützen und sie in Sicherheit zu bringen. Ministerpräsident Laschet muss jetzt sein politisches Gewicht in die Waagschale werfen und Bundesinnenminister Seehofer dazu bewegen, ein Bund-Länder-Aufnahmeprogramm aufzulegen. Und das sofort. Die Meldungen aus Afghanistan machen doch ganz deutlich, dieses Land ist nicht sicher. Was wir brauchen, ist ein unverzüglicher, genereller Abschiebestopp für Afghanistan. Und auch hier muss NRW als Land vorangehen und auf eine bundesweite, einvernehmliche Regelung endlich drängen. Ernsthafte Hilfe braucht schnelles Handeln, braucht Verantwortungsübernahme hier aus NRW heraus.